Das wäre jetzt nicht so gut, wenn die jetzt im Kampf sich nicht ordentlich bewegen könnten. Also ja, sie müssen eh meistens nur hinten stehen, aber probieren geht über studieren. Also nicht wirklich, aber machen wir einfach mal. Wir nehmen jetzt den billigsten Antrieb und machen dann ein ähnliches Setup wie eben. Also beste Panzerung. Wieder die Torpedos. Mit Shift können wir gleich mehrere ziehen. So, so, so. Und ja, ich weiß, ich hätte es vorher kopieren können. Habe ich aber nicht. Und dann noch den Störer und den Supercomputer. So, das ist jetzt unser Verteidiger. Genau das gleiche, nur mit weniger guten Antrieben. Kostet 209 Ressourcen. Angreifer kostet 321 Ressourcen. Das macht schon gut was aus. Dafür hat der Verteidiger Vorteil Reichweite 7,5 und der Angreifer hat 7,5. Ich weiß echt nicht, was Reichweite jetzt ist. Gibt es dazu einen Hilfetext? Hilfe, Reichweite? Bauteile? Nö. Kann ich hier suchen? Suchen. Reich. Nö. Antrieb? Nö. Triebwerke. Ah, Triebwerke, sehr schön. Markieren Sie ein Thema und gehen Sie dann Gehe zu. Ich habe ein. Ah, da, Gehe zu. Eine Übersicht. Energie, Waffen, Triebwerk, Konstruktion, also was für eine Technikstufe man braucht. Gewicht, Ressourcen und die Geschwindigkeit. Gewicht ist nur für die Sprungtore wichtig. Nee, das wollte ich nicht. Einmal zurück, bitte. Okay, wieder hier. Triebwerke. Triebwerke, nehmen wir das untere. Geh zu. So. Es gibt zwei grundlegende Arten von Triebwerken. Den Standardantrieb und den RAM-Scoop. Ja, das wissen wir. Nee, nee, nee. Treibstoff von der Geschirr. Überdruckmaschinen. Verschaffen in der Schlacht einen Vorteil und kompensieren eventuelle Nachteile durch Raumschiff und Frachtgewicht. Oh, das Gewicht des Raumschiffes ist auch für die Bewegung auf dem Schlachtfeld wichtig. Das hätte ich nicht gedacht. Eine Überdruckmaschine verschafft dem Schiff pro Kampfrunde ein zusätzliches halbes Feld Bewegung. Jede weitere Überdruckmaschine ein weiteres halbes. Lenkantriebe verschaffen uns einen Vorteil. Hier einmal raus. Also ist das da wirklich die Geschwindigkeit in der Schlacht? Anderthalb. Das können wir ganz einfach testen. Wir nehmen einfach jetzt mal. Ups. Wir bearbeiten mal den Bauplan hier. Nehmen das Ding da raus und setzen eine Überdruckmaschine rein und gucken, ob sich das verändert. Jo. Also die Zahl da hinten ist wirklich die Geschwindigkeit auf dem Schlachtfeld. Abbrechen. Du bist jetzt hoffentlich wieder. Du bist du. Du bist du, ja. Also die Zahl da hinten ist die Geschwindigkeit auf dem Schlachtfeld. Das heißt, das Vieh hier kann sich anderthalb Felder bewegen. Die Sache ist nur die. Er soll sich eigentlich gar nicht bewegen auf dem Schlachtfeld. Er soll schön hinten bleiben. Also im Idealfall fliegt er die ganze Zeit vor dem Gegner weg, was aber nicht geht, weil das Schlachtfeld begrenzt ist. Also man könnte es ändern, indem man das so macht, wenn die Gegner vorziehen und man selber auch nach links fliegen würde, dass das ganze Schlachtfeld mitrückt. Aber das tut es ja anscheinend nicht. Ah, noch eine Sache, die mich ein wenig irritiert. Aber na gut, damit muss man einfach leben können und sich daran gewöhnen. Ich denke, wir haben uns daran gewöhnt, dass Planeten frei im All schweben, also können wir uns auch daran gewöhnen. Ja. Jetzt würde ich nur gerne einstellen können. Also mit den Designs bin ich jetzt soweit zufrieden. Ich würde nur gerne einstellen können, wie deren Verhalten in der Schlacht ist. Also dass die Angreifer. Ja, okay. Angreifer und Verteidiger sich möglichst links auf dem Kartenrand halten. Hier geht das aber anscheinend nicht. Fertig. Wir hätten gerne Flotten. Kann man sich hier nur angucken, die Übersicht? Nein. Wir hätten gerne nicht den Rassengenerator.
Befehle, Schiffsdesigner, Kampfpläne. Was sind denn Kampfpläne? Oh, Default. Angsthase. Wo kann man die Kampfpläne einstellen? Also hier ist so eine Art Vorlage, wie er sich im Kampf zu verhalten hat. Ah, da ist der Kampfplan. Sehr schön. Also wir müssen dann die Dinger produzieren und müssen ihnen dann später hier einen Kampfplan geben. Okay, aber die Station zerstören, Maximalverteidigung, Scharfschütze, Angsthase. Die müssen wir uns jetzt genauer angucken. Also, wieder was Neues dazugelernt. F6 ist Kampfplan. Was ist maximale Verteidigung? Hauptziel sind bewaffnete Schiffe. Nebenziele sind Bomber und Frachter. Taktik, maximaler Netzschaden. Was ist maximaler Netzschaden? Und eigentlich soll er sich zurückziehen. Aber ich weiß nicht, ob mit Zurückziehen wirklich Flucht gemeint ist. Oder einfach nur links am Kartenrand halten. Kampfplänen-Dialog, gucken wir mal. Rückzug. Versuche dich so schnell wie möglich aus dem Staub zu machen. 7 Felderbewegungen auf dem Battleboard sind nötig, um ein Raumschiff endgültig, eine Raumschlacht endgültig zu verlassen. Da verschiedene Schiffe sich mit Geschwindigkeiten zwischen einem halben Feld und 200 Felder pro Runde bewegen können, kann ein Fluchtmanöver zwischen 3 und 14 Kampfrunden dauern. Ja, das will ich nicht. Ich will links mich auf dem Schlachtfeld halten und durchgehend schießen. Also Rückzug ist nicht. Rückzug bei Angriff ist das gleiche. Entspricht der Taktik maximaler Schaden, allerdings nur so lange, bis die Schattenflotte beschädigt wird. Dann hält sie sich an die Rückzugstaktik. Das könnten wir eventuell missbrauchen. Also ist nicht das, was ich gerne hätte, aber es könnte ähnlich funktionieren. Solange wir während des Rückzugs auch schießen. Das ist hier nicht angegeben. Müsste man ausprobieren. Minimaler Eigenschaden. Halte eigenen Schaden gering. Versuche in eine Schussposition zu gelangen, in der du den Feind schwer treffen kannst. Er dich aber nur möglichst schwach. Oh, das klingt fast genauso, wie ich es gerne hätte. Maximaler Netzschaden. Versuche eine Schussposition zu finden, in der der Wert aus Schaden beim Ziel minus deinem eigenen Schaden möglichst hoch ist. Das ist doch auch das, was ich will, oder? Der Schaden von uns ist möglichst hoch, wenn wir innerhalb von 4 Feldern sind. Der Schaden bei uns ist möglichst gering, wenn wir bei 4 Feldern sind. Oder 3, je nachdem, wie weit er halt schießen kann. Maximale Schadensquote. Versuche eine Feuerposition zu finden, in der der Wert aus Schaden am Ziel geteilt durch den eigenen Schaden möglichst hoch ist. Ja, das ist zu gering. Suche eine Schussposition, in der du bei deinem Gegner größtmöglichen Schaden anrichtest, ohne auf dich selbst zu achten. Nein. Also ich glaube, maximaler Netzschaden ist das, was wir gerne hätten. Jetzt fehlen noch die Zieloptionen. Wir hätten gerne, greife jeden Flotte eines Gegners an, egal aus welchem Schiff sie besteht. Nö. Bewaffnete Schiffe. Das ist doch schon mal eine gute Taktik. Ja. Also raus hier. Wir hätten gerne maximalen Netzschaden. Wir hätten gerne. Max-Verteidigung ist also genau das, was wir eigentlich gerne hätten für unsere Raketendinger. Also nennen wir das mal um. Long Range. Boah, Long Range. Defensiv oder aggressiv macht hier keinen Unterschied. Wir wollen immer möglichst weit weg sein und immer drauf schießen mit all unseren Raketen. Also das ist Long Range. Okay. Schließen. So, wir haben noch jede Menge Nachrichten. Haben wir denn alles zu Ende designt? Wir haben Scouts, Kolonisierungsschiffe, Frachter. Wir haben den super Treibstofftanker noch nicht. Den können wir mal kurz machen. Kopieren. Wir hätten gerne den hier da dran. Kein Scanner. Und du bist nicht mehr super Treibstofftanker. Ich glaube, den hatten wir schon. Drei Kreuzer. Den habe ich doch abgebrochen. Okay, also super Treibstofftanker. Bauplan kopieren. Dich raus. Dich rein, dich raus. Und du bist jetzt 3 super Treibstofftransporter. Mehr nicht. Goodie. Also, wir haben Kolonisierungsschiffe, Frachter, Treibstofftransporter für die Frachter. Wir haben Verteidiger mit den schlechten Antrieben. Wir haben Angreifer mit den guten Antrieben und für die Frachter zum Beschützen. Und wir haben Scouts. Scouts für die Angreifer und Scouts für die Frachter.
Und die Angreifer sind auch für die Kolonierungsschiffe. Also ich bin nochmal gerade so ein bisschen die Schablonen durchgegangen. Also müssten wir jetzt eigentlich alles haben. Neue Minenleger brauchen wir nicht. Die Langstreckenfrachter und die ganzen anderen Sachen hier zwischendrin können wir alle nach und nach rausschmeißen. Jo, sehr gut. Jetzt geht das. Oh, das sind das viele Dreiecke. Ja, also gehen wir es an. Erstmal gehen wir die Nachrichten zu Ende durch. Hip to be square wurde vernichtet. Transport Simple, alle Befehle ausgeführt, ist wieder zu Hause. Sehr gut. Transport Simple 2, alle Befehle ausgeführt, ist auch wieder zu Hause. Wir haben Wobby als Ziel mit minus 3% gefunden. Ja, gut, das ist egal. Also, wie war es jetzt mit der Forschung? F5. Wir forschen Energie für die Materiebeschleuniger. Dadurch könnten wir auch neue Schilde erforschen, aber Schilde benutzen wir eh nicht, weil wir nicht in den Nahkampf gehen. Dauert ein Jahr. Ich setze mal die Forschungskosten radikal runter. Mit 0% Budget. Oh, es gibt ein minimales Budget. Also selbst wenn wir 0% in die Forschung investieren, haben wir immer noch 4800 Forschungspunkte. Ja, sehr schön. Dann sind wir jetzt mal richtig gierig und machen 0% in die Forschung. Fertig. Und gehen unsere Planeten durch. Wallaby, du baust Fabriken, Fabriken, Fabriken. Bist aber eigentlich schon fast voll. Ist okay, du brauchst noch die Bergwerke. So, wenn du das alles gebaut hast, dann brauchst du. Du hast Transporter. Eins, zwei Stück. Aber das sind alles die falschen Transporter. Also baust du bitte die neuen Transporter, wo du noch keine von hast. Also das ist simpel, nicht Wallaby. Wallaby, du hast einen Transporter, das sind nur noch die alten. Du hast Minenleger, Verteidiger und du hast eine Santa Maria 11. Ja, du Wallaby, Auftrag verschrotten. So, Transporter. Könnten wir jetzt sofort verschrotten? Mache ich aber nur, wenn ich sicher bin, dass ich nächste Runde schon die neuen Transporter habe. Nur für den Fall, dass wieder irgendwelche seltsamen Händler kommen, die wir dann eh nicht erwischen, weil ich wieder irgendwas falsch mache. Aber gut, wir wollen zurück nach Wallaby und ändern. Wir brauchen für unsere Transportflotte für Wallaby 5 große Frachter. Wir brauchen einen Scout. Wir brauchen 3 Angriffskreuzer. Da ist der Haken. Wow, richtig viel Erz brauchen wir dafür. 660 Kilotonnen Ironium alleine. Ich glaube, ich reduziere die Unterstützung mal ein wenig für unsere Transportflotten. Also die Transportflottenschablone ist jetzt die große Frachter 5 Stück, ein Scout, ein Angriffskreuzer. Ich hoffe einfach mal, das reicht, um die Gegner aufzuhalten, während der Rest flieht. Und wir brauchen auch noch einen super Treibstofftransporter, aber den guten. So. Ja, die hier sind echter Brocken. Ironium 220 Kilotonnen. Und das dauert jetzt 2 Jahre. So, das Ganze machen wir hier auch nochmal. Bei Simple, du hast momentan gar nichts zu tun. Könntest noch 50 Fabriken, 20 Bergwerke bauen. Fabriken, 20 Bergwerke. So, du baust jetzt genauso. Oder hattest du schon? Irgendeiner hatte schon die guten Transporter gebaut. Das hier sind aber die schlechten. Ja. Also du baust bitte 5 große Frachter. Ein super Treibstofftransporter. Ein Angreifer und ein Scout. Schaffst du alles in einer Runde. Sehr gut. Das Ganze müssen wir eigentlich zweimal bauen, da Simple ja 2 Transportflotten braucht als Heimatwelt. Aber wir brauchen auch Erze. Das ist schon mal okay. Das machen wir jetzt so. Equeos macht das Gleiche. Momentan baut er auch nichts. Brauchst du noch irgendwas hier? Nö, du hast zu viel. Das ist gut. Du baust jetzt bitte ebenfalls 1, 2, 3, 4, 5 große Frachter, ein Treibstofftanker,
Ein Scout, ein Angreifer. Schaffte auch alles in einer Runde. Die Schablone auch wieder erfüllt. Also die drei haben schon mal die Sachen, die sie brauchen. Jedenfalls die Transporter. Kiche. Kiche hat drei große Frachter. Wie viel Stück? Ein. Du sammelst dich ja mit den anderen großen Frachter. Fünf Stück. Sehr schön. Also Kiche braucht nur noch ändern. Du brauchst noch einen super Freistofftransporter. Warum hast du noch mal? Achso, du hast drei Kolonisierungsschiffe. Okay. Du brauchst einen Treibstofftransporter. Du brauchst noch einen Scout und einen Angreifer. Dann hast du auch die Transportschablone voll. Kolonisierungsschiffe. Die wollten wir nicht losschicken ohne Verteidigung. Aber jetzt, wo ich weiß, dass die Verteidigung so schweineteuer ist, überlege ich mir das gerade. Ja, also die Kolonisierungsschiffe bleiben erstmal zu Hause. Ich weiß, ich verschwende gerade recht viele Züge, damit eigentlich nur das Beste aus den Designs rauszuholen. Und währenddessen schnappt sich der Computer nach und nach alles, was er gerne hätte. Aber ich gehe einfach davon aus, dass wenn die Designs alle fertig sind, den Baum habe ich vergessen. Also wenn die Designs alle fertig sind und wir anfangen, die wirklich in Massen zu produzieren, weil wir wissen, wir müssen sie nicht allzu schnell ersetzen, dass wir dann nach und nach die Gebiete wieder zurückholen können, die der Gegner gerade eingenommen hat. Also die ganzen Planeten hier. Boah, das wird eine Heidenarbeit. Aber ja, dann haben wir hier unseren Bereich, der einigermaßen kompakt ist und versuchen dann einfach zu überleben. Denn die Gegner müssten sich ja eigentlich auch gegenseitig angreifen. Und wir halten dann einfach durch, in Anführungszeichen, und greifen den an, der am stärksten ist. Wobei wir nicht wissen, wer der stärkste ist. Oh, es gibt doch Spielstände, oder? Oder Spielpunkte? Punktestand. Wir sind Rang 2. Das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Ich würde nur gern wissen, wer Rang 1 ist. Weil wenn ich weiß, wer Rang 1 ist, dann weiß ich, wen ich schwächen muss. Weil wenn wir Rang 1 jetzt weiter so spielen lassen, wie es jetzt ist, wird er nach und nach immer stärker als wir werden. Weil er halt immer mehr Raum sich nehmen kann. Wer könnte das sein? Also die bei uns in der Nähe, glaube ich nicht wirklich. Die haben zu schlechte Technologie und zu wenig Schiffe. Okay. Also das müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten. Wir sollten versuchen, auf Rang 1 zu kommen. Einfach nur, um sicherzustellen, dass keiner uns irgendwann überrollen kann. Und dann einfach nach und nach hier alles sichern. Aber gut, wir sind mit den Nachrichten durch. Jetzt machen wir einen kleinen Cut und dann wird fleißig F9 gedrückt. Also bis gleich.